Herzlich willkommen zur Copy Lecture. Wir schauen uns heute an, wie man frei lizenzierte Inhalte finden und nutzen kann. Wenn ein Bild frei im Internet steht, dann kann man das doch einfach nehmen, oder? In seine Präsentation einbauen, in der Publikation benutzen, in der Lehre einsetzen. Ist doch ganz einfach, oder? Leider nein. Oder zumindest ist die Antwort jein in unserem Fall. Und warum das so ist, schauen wir uns als erstes an. Das Urheberrecht schützt verschiedene Arten von Werken. Und zwar beanspruchen kann das Urheberrecht die Schöpferin eines Werkes. Das heißt, nur eine natürliche Person kann das Recht in Anspruch nehmen. Davon abzugrenzen sind InhaberInnen von Verwertungsrechten, kommen wir gleich zu, die können auch juristische Personen innehaben. Konkret gestützt wird immer ein Werk, das heißt keine Idee oder ein Konzept, sondern immer eine konkrete Ausformung, eine konkrete Manifestation eines Werkes, die eine persönliche geistige Schöpfung einer Person darstellt. Und das können dann Texte sein, aber auch Fotos, Filme, Audiomaterial wie Podcasts, Videos aller Art. Das ist per se erstmal nicht begrenzt. Ganz verschiedene Werkarten sind geschützt und das sind sie qua Gesetz. Das heißt, anders als bei Logos oder Patenten ist keine Registrierung erforderlich, sondern eine Person schafft ein Werk und in dem Moment, wo das Werk da ist, ist es geschützt. Und zwar ist es bis 70 Jahre nach dem Tod der Urheberin oder des Urhebers geschützt. Und wenn ich jetzt ein Werk geschaffen habe, welche Rechte habe ich dann eigentlich? Das sind zum einen Urheberpersönlichkeitsrechte. Das heißt, ich als Urheberin kann entscheiden, ob, wann, wo, wie ich mein Werk veröffentliche. Und daneben habe ich auch das Recht, als Urheberin, also als die Person, die das Werk geschaffen hat, auch anerkannt zu werden. Daneben habe ich noch einen Blumenstrauß an Verwertungsrechten, also an verschiedenen Arten, mein Werk zu verwerten und gegebenenfalls auch kommerziell zu nutzen oder Rechte zu verkaufen. Da sind vor allen Dingen zu nennen das Recht zur Vervielfältigung, also zum Erstellen von Kopien, das Recht zur Verbreitung und das Recht zur öffentlichen Zugänglichmachung. Das ist der juristische Term für im Internet verbreiten. Und heißt es denn jetzt, dass ich Bilder oder andere Materialien von anderen gar nicht nutzen kann? Nicht unbedingt. Wir müssen per se erstmal davon ausgehen, dass alle Rechte vorbehalten sind. Aber nutzen können wir es dann, wenn wir die Rechte haben oder eingeholt haben und dann auch auf die Quelle hinweisen. Und wie kommen wir jetzt an die Rechte? Drei Möglichkeiten im Wesentlichen. Es gibt gewisse gesetzliche Ausnahmen. Dazu zählt zum Beispiel das Zitatrecht, das als Ausnahmebestimmung im Urheberrechtsgesetz erlaubt, dass man zitieren darf. Ein zweiter Weg wäre, dass man sich die Genehmigung direkt einholt beim Rechteinhaber. Das kann dann noch die ursprüngliche Urheberin sein, das könnte aber auch eine Plattform oder ein Verlag sein, dem der die Urheberin die Rechte übertragen hat. Oder ein dritter Weg ist, der Inhalt wurde unter einer freien Lizenz verbreitet, die dann besagt, dass bestimmte Rechte an die Allgemeinheit übertragen wurden zur Nutzung. Und das heißt, es sind nur einige Rechte vorbehalten und es gibt so eine pauschale Erlaubnis für bestimmte Arten von Nutzung. Das kann man erreichen mit einer freien Lizenz. Und jetzt schauen wir uns im Folgenden ein paar Beispiele an, wie man Inhalte, die unter solchen freien Lizenzen stehen, wie man die finden kann. Denn viele Suchmaschinen oder Portale bieten tatsächlich Filteroptionen an dafür. Schauen wir uns als erstes die Suchmaschine Ecosia an. Dort gibt es eine Bildersuche. Das heißt, wir gehen auf die Startseite, suchen nach was auch immer, in unserem Fall hier Eichhörnchen. Und
können in der Bildersuche dann in dem Filter beliebige Nutzungsrechte eine Einstellung vornehmen. Wir haben da verschiedene Auswahloptionen und können dann hier genau angeben, was Sie, also nicht genau, aber ungefähr angeben, was Sie denn eigentlich brauchen und was Sie wollen. Und können dann die Treffer entsprechend einschränken nach Inhalten, die so auf dieser Weise frei genutzt werden können. Ganz ähnlich funktioniert es auch in der Google-Bildersuche. Das heißt, Sie geben in der Bildersuche, suchen Sie nach was auch immer Sie suchen und können in den Suchfiltern klicken auf Suchfilter und klicken dann nochmal auf Nutzungsrechte und können dann eine Einschränkung vornehmen. Das heißt, Sie können dort filtern, entweder alle Bilder zu sehen oder nur Inhalte, die unter einer Creative Commons Lizenz verbreitet werden oder womöglich noch andere Arten von Lizenzen, die jetzt nicht so standardisiert sind wie Creative Commons Lizenzen. Auch auf Flickr, dem Fotoportal, gibt es eine Möglichkeit zu filtern nach freien Lizenzen. Das ist gleich auf der Startseite relativ prominent. Auf der linken Seite oben gibt es den Filter, der voreingestellt ist auf beliebige Lizenz, den Sie dann aber ja einschränken können auf entweder alle Creative Commons Lizenzen oder eben bestimmte Parameter, sowas wie ich möchte auch eine kommerzielle Nutzung. Ich möchte auch, dass eine kommerzielle Nutzung erlaubt ist oder dass Änderungen erlaubt sind. Flickr hat daneben auch nochmal einen separaten Sucheinstieg. Also neben der normalen Suche, die man dann filtern kann, gibt es auch eine extra Möglichkeit zu browsen nach Creative Commons lizenzierten Inhalten. Wenn man vielleicht noch nicht ganz so genau weiß, welche Art von Material man benutzen will, sondern eher so ein bisschen stöbern möchte, dann ist das möglich über den Link, den Sie hier sehen, über flickr.com/creativecommons. Eine andere sehr schöne Möglichkeit, um frei lizenzierte Inhalte zu finden, ist Openverse. Das ist die Suche, die früher auch als Creative Commons Search bekannt war. Und diese Plattform ermöglicht oder diese Suchmaschine ermöglicht die Suche in über 600 Millionen Bildern und Audioinhalten. Und zwar Inhalten, die ausschließlich frei lizenziert sind oder sogar gemeinfrei sind. Das heißt, man findet hier nur Inhalte, die man auch definitiv nachnutzen kann. Entweder unter einer bestimmten CC-Lizenz, also Creative Commons-Lizenz, oder die gemeinfrei sind und als Public Domain ausgewiesen sind. Außerdem möchte ich auch noch empfehlen, Wikimedia Commons als Suchplattform zu benutzen. Hier werden indexiert über 686 Millionen Bilder, Audioinhalte und Videos. Und auch hier sind es wieder ausschließlich frei lizenzierte oder gemeinfreie Inhalte. Sie können nach einer bestimmten Creative Commons Lizenz filtern oder nach gemeinfreien Inhalten. Wenn Sie Kartenmaterial benötigen, dann sei Ihnen OpenStreetMap sehr ans Herz gelegt. Das ist eine Plattform, die Kartenmaterialien unter einer freien Datenbanklizenz der Open Data Commons, Open Database Lizenz zur Verfügung stellt. Das Schöne ist, dass bei OpenStreetMap es auch verschiedene Kartenebenen gibt. Das heißt, man kann sich zum Beispiel eine Karte mit ÖPNV-Daten anzeigen lassen oder Radwege oder auch eine normale Kartenansicht ohne besondere Hinweise. Und wenn wir jetzt einen frei lizenzierten Inhalt gefunden haben, über einen der verschiedenen Wege, die ich gerade gezeigt habe, dann geht es ja um den nächsten Schritt, nämlich den korrekten Nachweis. Also wir erinnern uns nochmal an den Einstieg, an das Urheberpersönlichkeitsrecht und das Recht, als Urheberin genannt zu werden. Das ist jetzt der Teil, der hier ins Spiel kommt. Und als Gedankenbrücke, Gedankenstütze, können Sie sich die TULO-Regel merken zur korrekten Verwendung von offen lizenzierten Werken. Und zwar steht TULO für Titel, Urheberin, Lizenz, Link und Ursprungsort.
Das sind die Angaben, die Sie machen müssen, um korrekt und in Line mit den Lizenzvorgaben einen Quellenhinweis anzugeben. Wenn Sie eine Veränderung auch an dem ursprünglichen Werk vorgenommen haben, dann müssen Sie auch das angeben. Es gibt zwei Ressourcen, die ich Ihnen sehr ans Herz legen möchte, in denen das nochmal genauer erläutert wird, wie man vorzugehen hat. Es gibt einerseits auf dem OER-Portal openeducationalresources.de einen sehr schönen Blogbeitrag mit Beispielen, die das sehr gut illustrieren. Und es gibt außerdem auch noch ein Video mit dem Titel Bilder unter freier Lizenz nutzen auf YouTube, das ungefähr 4 Minuten lang ist und sehr schön darstellt, worauf man achten muss. Wir gucken uns jetzt auch ein konkretes Beispiel an. Sagen wir, wir haben dieses Foto von den Lichtstelen, die vor der Zentralbibliothek der TU Berlin zu sehen sind. Das haben wir auf Flickr gefunden. Dieses Foto hat Martin Ibert gemacht. Und zwar hat er das Foto in 2009 schon gemacht, ist schon länger her. Und er verbreitet dieses Foto unter einer Creative Commons Lizenz über Flickr. Und wir wollen dieses Foto jetzt benutzen. Und dann müssen wir uns erstmal grundsätzlich überlegen, wie genau wir das eigentlich nutzen wollen. Also in einem Online-Kontext oder womöglich in einem gedruckten Werk oder auf einem Poster oder ähnliches. Das ist deswegen wichtig, weil die Kennzeichnung dann natürlich unterschiedlich gestaltet sein kann. Online ist es meistens kürzer als in einer gedruckten Umgebung. Schauen wir uns zuerst online an und erinnern uns an die TULLU-Regel, T-U-L-L-U. Und zwar, wir geben an den Titel, den Urheber, die Urheberin, dann die Lizenz, nämlich CC BY SA 2.0, das ist die korrekte Kurzbezeichnung für diese Creative Commons Lizenz. Und wir hinterlegen auch den Link zur Lizenz. Das ist wirklich ganz wichtig, das ist etwas, was häufig vergessen wird, ist aber Teil der Auflage aus dem Lizenzvertrag. Also Sie müssen auch den Link angeben. Und dann geben wir noch den Ursprungsort an, das heißt, wir hinterlegen den Link zu Flickr, wo wir das Bild gefunden haben. Die obere Kennzeichnung ist eine sehr kurze Variante. Unten wäre eine etwas längere Fassung, wo die gleichen Angaben gemacht werden, der Titel, der die Urheberin, den Namen der Lizenz und der Link und auch der Link zum Flickr-Portal. Auf der rechten Seite sehen wir, wie man das in einem Print-Kontext einmal kürzer und unten einmal ein bisschen ausführlicher angeben könnte. Das sind immer die gleichen Angaben, die Sie machen müssen. Titel, Urheberin, Lizenz, Link zur Lizenz und Ursprungsort. Und aber eben in einmal einer kürzeren und einmal in einer längeren Variante. Und fast zum Schluss der heutigen Copy-Lecture möchte ich Ihnen gerne noch den Lizenzhinweisgenerator wärmstens empfehlen. Der hilft dabei, einen korrekten Quellenhinweis und Lizenzhinweis zu erstellen für Inhalte, die man in der Wikipedia gefunden hat oder bei Wikimedia Commons. Was Sie machen, ist, Sie nehmen den Link von der Wikimedia Commons Ressource, also zum Beispiel diesem Foto von Talaren, das Sie gefunden haben. Sie geben den Link ein unter lizenzhinweisgenerator.de und folgen den Fragen in dem Formular. Das heißt, als erstes werden Sie gefragt, wie Sie das Bild benutzen möchten, also möchten Sie das gedruckt oder online benutzen. Dann werden Sie gefragt, ob Sie das in einem Sammelwerk-Kontext, also im Kontext mit anderen Inhalten nutzen wollen oder einzeln. Dann werden Sie gefragt, ob Sie das irgendwie bearbeiten, also sagen wir mal zuschneiden oder die Farbe ändern oder noch ein Stück anderes Bild reinsetzen. Wenn Sie diese Frage bejahen, also dass Sie eine Bearbeitung vorgenommen haben, dann müssen Sie noch angeben, wie Sie dann als Urheberin benannt werden wollen, wie das neue Werk lizenziert sein soll und solche Dinge. Und am Ende dieses Formulars bekommen Sie dann einen fertigen Lizenzhinweis, den Sie aufnehmen können in Ihr Werk. Also sagen wir, Sie wollen dieses Foto für ein Poster benutzen und wollen das unbearbeitet nehmen, dann wäre das, was wir gerade hier unten sehen,
eine vollständige und korrekte Quellenangabe inklusive Hinweis auf die Lizenz, unter der dieses Foto steht. Das ist ein wirklich sehr nützliches Tool, um im Alltag einfach nichts zu vergessen und die Tulo-Regel richtig anzuwenden. Dann danke ich sehr für Ihr Interesse. Wenden Sie sich gerne bei Fragen zu freien Lizenzen und zur Nutzung dieser Inhalte an das Open Access Team der Technischen Universität oder rufen Sie uns an. Wir freuen uns immer über Ihre Fragen. Und Fragen, die schauen wir uns jetzt an. Es gab ein paar Fragen im Chat und im Publikum, die wir uns jetzt angucken wollen. Eine Frage war, müssen für Creative Commons lizenzierte Inhalte auch Anforderungen an das Zitatrecht erfüllt werden? Die schöne kurze Antwort lautet nein. Die lange Antwort lautet, also was sich dahinter verbirgt, ist der Hinweis, dass, um sich auf das Zitatrecht berufen zu können, müssen bestimmte Anforderungen erfüllt sein. Eine Anforderung ist zum Beispiel, dass eine Auseinandersetzung mit dem Inhalt stattfinden muss. Nun, man kann sich nicht auf das Zitatrecht berufen und das heißt genehmigungsfrei ein Werk nutzen, wenn man das einfach nur illustrativ nutzt, irgendwie als Hintergrundmotiv in einer Folie oder auf einem Poster, sondern es muss dann eine Auseinandersetzung mit diesem Inhalt stattfinden. Ein Beispiel wäre, wenn wir nochmal an dieses Lichtstelenfoto von den Stelen vor der Universitätsbibliothek der TU und UdK denken, wenn wir das irgendwie zur Illustration der schönen Bibliothek benutzen wollen, dann können wir uns nicht auf das Zitatrecht berufen. Wenn wir uns aber mit dem fotografischen Werk dieses Fotografen auseinandersetzen, dann wäre das womöglich was anderes, als wenn wir uns auf das konkrete Werk auch beziehen und uns damit auseinandersetzen. Bei Creative Commons lizenzierten Inhalten ist es so, dass das nicht weiter eingeschränkt ist, sondern da gelten die Einschränkungen, die sich aus der Lizenz ergeben. Da müssen Sie einen genauen Blick drauf halten, was ist erlaubt und was ist vielleicht nicht erlaubt. Also ist womöglich eine kommerzielle Nutzung zum Beispiel untersagt oder eine Bearbeitung. Aber prinzipiell gilt erstmal, Sie dürfen das benutzen zu bestimmten Zwecken. Und Sie müssen dann auch nicht mehr die zusätzlichen Anforderungen aus dem Zitatrecht, wie eben diese Auseinandersetzung, erfüllen. Sondern Sie können Creative Commons lizenzierte Inhalte auch rein illustrativ verwenden. Das ist die gute Nachricht an der Stelle. Eine weitere Frage bezog sich auf den Term gemeinfrei und was das eigentlich im rechtlichen Kontext bedeutet. Ich hatte das so nebenbei immer mal gesagt bei den verschiedenen Suchmaschinen oder Portalen, dass man filtern kann nach gemeinfreien Inhalten. Und gemeint sind damit Inhalte, für die der rechtliche Schutz abgelaufen ist. Ganz am Anfang sprachen wir ja darüber, wie überhaupt Urheberrechtsschutz entsteht, nämlich mit dem Schaffen eines Werkes und wie lange ein Werk geschützt ist, nämlich 70 Jahre bis nach dem Tod der Urheberin oder des Urhebers. Und danach, 70 Jahre danach, läuft der Schutz auch ab. Und dann werden Werke gemeinfrei. Das heißt, sie sind nicht mehr geschützt und können frei von der Gemeinschaft, von der Gemeinde genutzt werden. Und es gibt diese Auflagen nicht mehr, dass sie sich auf das Zitatrecht berufen müssen oder eine Creative Commons Lizenz, eine freie Lizenz vorliegen muss. Eine weitere Frage war, wenn ein Werk unter CC BY, also unter der Creative Commons Lizenz, Namensnennung steht, ist dann automatisch auch eine kommerzielle Nutzung möglich? Die kurzknackige Antwort darauf lautet ja, tatsächlich. Es ist das erlaubt, was nicht untersagt ist sozusagen. Und in dem Fall ist eine Nutzung erlaubt und es gibt keine Einschränkung, ob zu welchen Zwecken man das benutzen darf und es dürfte auch zum Beispiel in einem Buch verwendet werden, das dann vertrieben wird über einen Verlag und im Buchhandel vertrieben wird, auch das wäre möglich. Eine letzte Frage lautete, was hat es mit der Version bei den Creative Commons Lizenzen auf sich? Da gehen wir jetzt tatsächlich schon ein wenig in die Details der Creative Commons Lizenzen. Es ist tatsächlich so, dass über die Jahre verschiedene Versionen der Lizenztexte veröffentlicht wurden.
Inzwischen sind Creative Commons Lizenzen schon über 10 Jahre alt und da sich auch rechtliche oder technische Rahmenbedingungen ändern, wurden diese Creative Commons Lizenzen immer mal wieder aktualisiert. Und das ist für Sie in der Nutzung wichtig, weil Sie im Hinterkopf haben müssen, dass zum Beispiel die Angabe CC BY keine vollständige Lizenzangabe ist. Das ist nicht klar, welche konkrete Lizenz dann gemeint ist. Meint es die allererste Creative Commons Namensnennungslizenz 1.0 von 2012 oder meint es die vierte Version, die ganz aktuell gilt? Das heißt, Sie müssen immer diese Versionsnummer auch mit angeben und in den konkreten Link zum Lizenztext auch angeben.